Hallo, wieder ist hier eine gebuchte Kundenlegung. Wieder ist es ein großes Blatt. Es geht um eine Klientin, die einfach Liebesfragen an mich gestellt hat. Was mir hier gleich auffällt bei diesem Blatt, es sind hier zwei Männer. Der eine, mit dem, da ist die wahre Liebe da. Aber auch die Hoffnungslosigkeit. Das heißt, man weiß nicht so recht, wo man beim jeweils anderen gerade steht. Was ich aber noch sehe, ist, dass man im Sommer hier anscheinend nicht ganz so ehrlich ist. Es tendiert eher dahin, dass es eine Affäre ist, dass man sich da vielleicht selbst mit dieser Affäre belügt. Man will vielleicht auch nicht wahrhaben, dass es Liebe ist. Also die beiden haben offensichtlich dann auch eine Affäre. Das Ganze scheint aber dann im Herbst in die Brüche zu gehen. Da haben wir dann sehr viel Oberflächlichkeit, aber auch eine glückhafte Begegnung mit einer anderen Frau. Anscheinend ist er da nicht ganz so ehrlich mit meiner Klientin. Da ist noch eine andere Frau im Spiel. Auch mit ihr hat er da diese Affäre. Aber auch das scheint nicht so recht das Richtige für ihn zu sein. Denn man ist ja auch zum Teil auch erschöpft von diesem ganzen Hin und Her auch, auch was die Gefühle betrifft. Gefühlsmäßig ist er da bei meiner Klientin, also da hat er auch Gefühle für sie. Aber er denkt vielleicht auch, dass das Ganze hoffnungslos ist. Deswegen wird er sich wahrscheinlich auch mit dieser anderen Frau trösten, weil er da merkt, er muss dort bei dieser Frau, da hat er keine Gefühle, da muss er sich auch seinen Gefühlen nicht stellen ein Stück weit. Im Winter wird man dann wirklich auch hoffnungslos an die ganze Sache rangehen. Aber die Anziehungskraft ist trotzdem da. Gegenüber der anderen Frau hat er zwar auch eine gewisse Verliebtheit, eine gewisse Anziehungskraft, aber so wie es hier liegt, geht das nicht in die Tiefe. Das ist eher so eine Flirterei, so ein Kribbeln auch. Aber die Liebe ist hier bei meiner Klientin. Aber es sieht auch hier so aus, dass das Ganze auch nicht lange halten wird, weil man hier auch die Eifersucht hat, die Hoffnungslosigkeit. Das möchte man auch nicht mehr. In eine feste Beziehung wird es trotzdem nicht kommen zwischen meiner Klientin und ihrem Herzensmann, der hier auch als Rivale gekennzeichnet ist, weil das einfach ein Mann ist, mit dem jetzt keine Beziehung möglich ist. Im Frühling allerdings sieht man auch schon, dass ein neuer Mann in ihr Leben kommt. Aber auch das wird nicht ganz von Kummer befreit sein. Da liegt auch schon der Kummer. Ganz schwierig. Leider muss ich meiner Klientin sagen, dass es alles andere als schön in der nächsten Zeit wird mit ihrem Herzensmann. Es sind zwar Gefühle da, aber man kann nicht so recht in eine Beziehung gehen. Warum das so ist, kann man hier auch nicht wirklich erkennen. Klar, es ist eine andere Frau noch im Spiel, da ist es aber nicht ernstes. Da wäre dann wirklich eine Blockadenlegung sehr interessant, um zu schauen, wo da eigentlich genau die Blockaden sind bei den beiden. Ich schließe nicht aus, dass die beiden in eine Beziehung gehen, aber bis im kommenden Frühling eher nicht. Es liegt hier keine Beziehungskarte, es liegt zwar die wahre Liebe da, also auf gefühlsmäßig sind die beiden sich auch ziemlich einig. Aber es wird zu keiner Beziehung jetzt einmal bis im Frühling kommen. Dann wird auch dieser neue Mann auf sie zugehen, mit dem zwar so eine Verliebtheit da ist, eine Anziehungskraft da ist, aber auch mit ihm wird das Kummer bringen. Und dann müsste man wirklich abwarten. Die nächsten Monate kann man wahrscheinlich zu diesem Mann auch wirklich schon mehr sagen. Da muss man jetzt einfach abwarten. Und wie gesagt, warum das mit den beiden, also mit ihrem Herzensmann und mit ihr in keine Beziehung geht, obwohl die wahre Liebe da ist, wäre eine Blockadenlegung sehr interessant,
oder aber auch die Kartenlegung, welche Lernaufgabe sie in dieser Beziehung hat. Da habe ich heute schon ein Video gemacht über die Aktion, die ich gerade habe. Das wäre auch noch sehr interessant. Man sieht zwar, dass die beiden Gefühle haben, aber warum es in keine Beziehung geht, ist hier wirklich nicht so zu erkennen. Es ist viel Hoffnungslosigkeit, es ist Eifersucht da, Lügen auch zum Teil. Und trotzdem ist es die Liebe und da wäre wirklich eine Blockadenlegung hier auch sinnvoll, damit man einfach einmal versteht, warum die Situation jetzt gerade so ist. Also das kann ich meiner Klientin noch ans Herz legen. Wenn sie noch Fragen hat, einfach eine Mail an mich und wenn auch du gerne so ein großes Blatt buchen möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an kartenlegerin-anja-verena@gmx.at. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auf ein Feedback von meiner Kundin. Tschüss!